Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Ixion. Wir sind gerade dabei, unsere Rohstoffverarbeitung so ein bisschen auf Trab zu bringen. Das setzt aber auch ein bisschen Forschung voraus. Und wir sind gerade da dran. Ne? Wir haben ein bisschen Forschung eingesammelt. Wir haben festgestellt, Mond kaputt. Erde unbevölkert. Jegliches Wasser verdampft eigentlich. Da müssen wir mal schauen, was da abgeht. Wir haben ein bisschen Rohstoffdepots schon gefunden, auf jeden Fall. Da bauen wir auch gerade schon fleißig ab, haben da schon Zeug zum Einsammeln, auf jeden Fall. Und schicken hier gerade eine Sonde hin, weil wir hoffen, dort Kryokapseln und Ähnliches zu finden. Die Mendeleev kann eigentlich... Hat die hier noch irgendwas zu tun? Nee, die hat nichts mehr zu tun. Also die kann eigentlich zurück zur Tycoon fliegen. Ich glaube, unser Frachtschiff ist hier drüben dieser andere Pfeil, ne, der zur Erde fliegt und dort Ressourcen einsammelt. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Inzwischen haben wir genug Strom auf jeden Fall. Wir haben genug Nahrung für alle. Speicher sind voll. Wir haben noch genug Legierung, wir haben genug Polymere, die wir von der Erde holen können. Also von daher ist erstmal alles in Ordnung. Ja, hier nach Silizium oder Silikaten oder was auch immer das sein soll, müssen wir da mal schauen. Das ergibt sich aber alles, denke ich. Ja, die Bevölkerung können wir ein bisschen erhöhen. Wir haben noch 67 Leute, die arbeiten könnten. Hat alle Wissenschaftspunkte erworben. In Zyklus 63 war das. Ja, haben wir ja gerade gesehen, ne? So, da kommt unser Frachtschiff. Das hat gerade die letzten Polymere hier eingesammelt. Die Sonde ist unterwegs. Das Vertrauen steigt. Das ist gut. Alle sind glücklich soweit. Der Rumpf wird auch repariert. Und da müssen wir mal schauen. Kann ich die Mendeleev hier rüber schicken schon? Nee, ich kann die nicht einfach so. Ich könnte die zu Oshanabi schicken. Dann ist sie schon mal unterwegs. Also, was haben wir denn hier? Auf der Venus. Die Daten der Sonde deuten auf Bergbau- und Industrieanlagen unter der Oberfläche der Venus hin. Ja, schick. Ach so, eine Sache wollte ich noch nachschauen. Hier steht der der Sondenbau auf automatisch. Sehr gut. Ja, hier stapelt sich das Zeug. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist, ob das so gut ist. Zur Not müssen wir da halt noch eine zweite Halde bauen, wenn wir das Zeug gar nicht loswerden. Aber ich würde dann eher irgendwas für Rohstoffe oder so noch bauen. Noch mehr halten, ne? Damit wir da verarbeiten können. Aber dazu müssen wir erstmal wissen, wie groß diese Industrien sind. Deswegen forschen wir hier gerade dran. Was gibt's hier? Haben wir eigentlich schon eine neue Sonde? Ja. Vielleicht können wir hier noch irgendwas Interessantes, ne, so ein Forschungsding, guckt mal. Hier so in der Gegend, oh, ja, hier. Ja, wo
es denn hin hier? Ja, wir schicken mal eine Sonde dorthin. So, die Mendeleev ist unterwegs. Die hat hier so ein, ne, so einen grünen Balken. Ich wollte ihn nur mal zeigen eigentlich. Ihr seht es ja da oben, ne? Neben diesem Symbol. Ich weiß nicht, was es mit dem auf sich hat. Also, dann schauen wir mal. Die Daten der Sonde deuten auf Bergbau und Industrieanlagen unter der Oberfläche der Venus hin. Okay, gut. Die Morbihan-Station. Laut unseres Erkundungsteams besteht die unterirdische Anlage aus alter Bergbauinfrastruktur und einem großen Fließband. Die Einrichtung wurde geplündert, doch das Fließband scheint funktionsfähig. In der Nähe wurden zahlreiche einbalsamierte Leichen entdeckt. Das Fließband wurde offenbar für die Herstellung von Solarsegeln verwendet. Unsere Ingenieure denken, dass mit etwas Arbeit wieder in Betrieb genommen werden kann. Erneuere das Fließband. Können wir eigentlich mal machen, ne? Wer weiß, was wir dann da bauen können. So, die Chingorni. Hieß sie nicht Krakatoa war unser Dingsschiff, ne? Die kann man gleich dahin fliegen. Also brauchen wir den Mendeleev hier noch? Wahrscheinlich schon, ne? Ich denke, die muss da bleiben. Ah, die Technologie ist fertig. Moment. So, Stahlwerk und dann brauchen wir eine Polymerraffinerie als nächstes, würde ich sagen. Und dann irgendwann auch eine Elektronikfabrik. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Punkte für alles. Achso, die, Moment. Was denn hier mit dem Kryonikzentrum? Machen wir das zuerst. Ich bräuchte noch 135 Punkte, um alles erforschen zu können, ne? Ja, wir machen erstmal das hier. Achso, und dann brauche ich eine. Das wurde jetzt schon abgezogen, oder? Ich brauche dann nur noch 90 Punkte. So, und hier schauen wir mal. Okay, ich habe genug Elektronik. Wow. So ein Stahlwerk ist einfach riesig. Ich brauche einen neuen Sektor dafür oder sowas. Wir bauen das mal erstmal nicht. Wir haben genug Stahl. Was brauche ich dafür für Ressourcen? 50 Stahl und 2 Elektronik. Okay, gut, wir müssen das aber bauen. Verursacht halt auch Müll. Ja, da wäre es halt geil, wenn wir hier die Farm irgendwie zurückpushen könnten, 2 Felder. Oha. Also wenn die alle so groß sind, dann haben wir halt ein Problem. Da müssen wir den ganzen Sektor neu organisieren. Viel besser anlegen. Und das dauert dann. Wie viel Strom brauchst du? 15. Das geht. 30 Arbeiter. Und da müssen wir uns halt überlegen,
wo wir Rohmetalle einlagern. Na gut, wir erforschen erstmal eins nach dem anderen hier. Wo ist denn die Ringorni? Ist sie schon hier? Ach da, die kam gerade von der Erde zurück. Jetzt wahrscheinlich hier kurz entladen. Ein neuer interessanter Ort wurde entdeckt. Trümmerfeld. Übertragung von Feng Sun, Sondendatenanalyst. Wir haben die Daten mehrfach überprüft. Ach so, läuft es im Hintergrund weiter hier. Das ist ja blöd. Kriege ich ja gar nichts mit. Wir haben die Daten mehrfach überprüft und können das Vorhandensein eines riesigen Trümmerfelds bestätigen, welches sich über eine Fläche von mehreren tausend Kilometern erstreckt. Im Zentrum befindet sich ein gigantisches künstliches Gebilde, das die Tycoon selbst in seinem verfallenen Zustand wie ein Insekt wirken lässt. Oh. Es wurden keine Signale entdeckt. Wir konnten drei zu untersuchende Bereiche identifizieren. Den Hauptkern des Gebildes, eine Sekundärstruktur, bei der es sich anscheinend um die Überreste eines Ladedocks handelt, und um ein besonders dichtes Trümmerfeld nahe der anderen beiden Gebilde. Wir empfehlen äußerste Vorsicht bei der Annäherung an diese Gebiete, da das dichte Trümmerfeld die Navigation erschwert und die Kommunikation behindert. Okay, cool. So, starten wir gleich noch eine Sonde. So, irgendwo hier unten. Also es gibt hier einen Haufen zu entdecken auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Wir kommen halt nur nicht hinterher. So, gibt es hier noch irgendeine Meldung? Das blinkt hier alles noch so gelb. So, wir forschen. Ist das was Neues? Oh ja. Nee, das Trümmerfeld hatten wir schon. Die Sonde ist noch unterwegs. Warum geht das hier immer wieder auf? So, wir bauen Unmengen von Eisen ab. Ach so, das Stahlwerk gehört da auch tatsächlich zu dieser Aufgabe. So, und jetzt bauen wir hier. War das die neue Sonde, die fertiggestellt wurde? Gibt es hier was Interessantes? Ja, hier gibt es was Interessantes. Oh, so dicht daneben. Ne, das könnte noch das andere Ding sein, einfach. Wir bewegen uns mal hier auf diesen Orbiten entlang. Auf der Suche nach Interessantem. Hier gibt's was. Da schicken wir gleich die nächste Sonde hin.
Ja, da bin ich ja gespannt, was das hier wird an der Venus. Dauert noch ein bisschen. Die Ringorni fliegt jetzt wieder von der Erde zur Station. Könnten wir mal eine Sonde zum Mond schicken? Eine Sonde hat ihren Scan abgeschlossen. Wo denn? Ach, hier drüben. Wir haben den Mars gefunden mit Kryokapseln. Ah, cool. Die Messwerte deuten auf einen alten stillgelegten Komplex namens Richters Anlage auf der Planetenoberfläche hin. Okay, cool. So, wie sieht's denn mit unserem Stahlwerk aus? Oh, das dauert echt lange zu bauen. Kriegen wir hier irgendwie eine Angabe, wie lange das dauert? Nee. Auf jeden Fall frisst es einen Gutteil unserer Stahlressourcen auf. Gibt es auf der Erde noch was? Ja. 211 Stahl gibt es da noch. Okay, also mehr als genug. So, wir haben die Technologie Cryonic Zentrum freigeschaltet. Dann schauen wir mal, wie groß das ist. Das ist relativ klein. Na, das könnte auch gut hier drüben hinpassen irgendwo. Ja, dann kommen wir dahinter nicht mal ran, wenn ich das so baue. Hier ist auch ein Feld Verschwendung dabei. Ja, vielleicht würde man das wirklich am besten hier hinbauen. Ja, nee, hier passt es nirgendwo hin. Ja, dann bauen wir das wohl eher hier hin. Und da müssen wir mal gucken, wie viele Arbeiter wir dann noch übrig haben. Hier brauchen wir 30, 15, 45. 22 haben wir da noch übrig. Ach, und jetzt fliegt das Schiff hier aber schon zum Mars. Am Merkur gibt es ein bisschen Forschungspunkte abzuholen scheinbar. So, wir haben eine neue Sonde. Also wenn man sich hier auf diesen Orbitalring entlang bewegt, ne, dann findet man halt die ganzen Planeten wieder. Immerhin. So, wir gucken mal, ob es hier irgendwie was... Irgendwo hier gibt es was. Hier gibt es Silizium. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ah, hier gibt's was. Schauen wir mal, was das sein könnte. So, und dann ist das Ding auf der Venus hoffentlich auch bald fertig. So, wir sollen noch Unmengen von Eisen abbauen. Ja, das liegt jetzt halt alles da drüben rum irgendwie. Und die holen hier schon Kryokapseln vom Mars. Ja, wir wissen noch gar nicht, was da abgeht, aber wir holen schon die Kryokapseln. Hm.
Science Ship Team has completed a task. Sehr schön. Bereit zur Extraktion. 25 Crew-Kapseln und 30 Forschung. Die Ausbesserung des Fließbandes ist abgeschlossen. Die Maschinen gehörten der UNO und sind fortschrittlicher als unsere Systeme. Die Anlage unterstützt volle Automatisierung, was es uns ermöglicht hat, eine Reihe von Materialien für den Abtransport vorzubereiten. Administrator, we are picking up a Dolos emergency frequency broadcasting from the facility Outer Hope. Cool. Bei der Aus- Protocol dictates that in the event of a major systems failure, administrators must contact the nearest Dolo site immediately. Okay. Outer Hope Station is likely to have both the materials and expertise required to repair the damage that the Vol engine has sustained. Sind wir jetzt fertig? Ja? Okay, cool. Bei den Ausbesserungsarbeiten entdeckte ein Ingenieur Inschriften von Ulixis. Ulixis, dem Administrator der Neptun-Hyperlux-Station Tiaki. Er bedauert das Schicksal der Bewohner der Station und gibt an, die Anlage zur Reparatur eigener Schiffsteile genutzt zu haben und das Hauptquartier des Schwarzmarkt-Kollektivs zu erreichen. Wer ist denn das Schwarzmarkt-Kollektiv? Okay, cool. So, wo ist denn Outer Hope? Ich dachte hier. Ich habe keine Ahnung. Ach, ist das hier das Mars-Ding oder? Ne, das ist Richters Anlage. Okay, in dem Fall habe ich keine Ahnung, was hier abgeht. Da könnt ihr hier die Forschungspunkte einsammeln. Okay, das macht ihr, glaube ich, einfach noch. Oder auch nicht. Ah, die wiederhergestellte Anlage produziert 10 Polymer alle 10 Züge oder Zyklen. Ressourcen werden noch 3 Zyklen mal erzeugt. Was? Ja, was mit den Forschungspunkten? Ich will die haben. Eine Sonde hat ihren Scan abgeschlossen und einen neuen Ort entdeckt. Der Asteroidengürtel. Wir haben ein Signal abgefangen, das auf einer Dolos-Frequenz sendet. Ah, okay. Da ist das also. Dolos Enemy of Mankind. Hm. Die Signatur deutet auf das Vorhandensein einer industriellen Mineralgewinnungsanlage namens Stanford-Einrichtung hin. Okay, das ist schön, aber... Ah, ich glaube, das geht immer auf, weil hier noch ein Shortcut auf der Bewegungstaste liegt. Kleinen Moment. So. Jetzt habe ich hier eine Extra-Taste dafür. Wunderbar. Aha. Noch eine Sonde losschicken oder was machen wir denn? Hier wird das Zeug halt produziert. Warum sammelten die Mendeleev da nichts ein? Kann sie da noch nicht einsammeln? Ich würde die gerne mal zum Mars schicken, die Mendeleev. Das hört sich nämlich sehr spannend an. Hier, ich habe Bedenken. So, wir haben eine neue Sonde. So, wir gehen mal wirklich hier diesen Gürtel ab zum Beispiel. Aha, hier haben wir was. In diesem äußeren Orbital. Wir schicken erstmal überall Sonden hin.
Das schadet bestimmt nichts. Du hast 20 Kryokapseln an Bord. Okay, cool. Wie weit sind wir denn mit dem Bau? Fertig. Auch fertig. Können wir uns mal angucken aus der Nähe hier. Naja, da sehen wir die Kryokapseln. Das bedeutet aber, wir bekommen jetzt 20 neue Arbeiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Nahrung. Bedeutet das erstmal. Ja, wo baue ich die hin? Baue ich die hier direkt hin oder machen wir das hier so ein bisschen schön? Ja, wir können die Straße auch anders bauen. Bauen erstmal die. Da wird schon wieder eine neue Sonde gebaut. Ja, und dann brauchen wir auf jeden Fall Häuser noch. Das wäre, davon brauche ich sogar zwei noch, ne? Oh. Ja, 15. Und wenn wir 20 Kryokapseln haben, bauen wir einfach hier drüben hin. So, dann fügt sich das hier so ein bisschen besser ein. Oh, warte mal, mit einer können wir sogar 50 Leute versorgen mit einer Insektenfarm. Okay, gut, meinetwegen. So, und dann müssen wir wahrscheinlich mal langsam anfangen. Ne, müssen wir noch nicht, ne? Wir haben noch richtig viel Stahl da rumzuliegen. Legierungen, whatever. Wir müssen noch überhaupt nichts mit Eisen machen. So, wir haben hier gleich die Crew verpflegt. Unser Ziel erreicht. Erforsche ich überhaupt? Ich forsche nicht. Okay, cool. Das ist natürlich nicht so geil. Wir brauchen wahrscheinlich eine Polymerraffinerie als nächstes. Nee, wir brauchen wahrscheinlich eine Elektronikfabrik. Und da müssen wir irgendwo tatsächlich mal. Silizium finden mit der nächsten Sonde. Möglichst hier bei uns in der Nähe. Das wäre total gut. So, die Mendeleev ist unterwegs. Das Schiff ist angekommen, ne? Das Frachtschiff. Ja, genau. Die laden jetzt gerade aus. Sieht man die Kryokapseln? Die sind jetzt hier gestapelt. Ach, für die brauche ich eine Halde. Können die nicht hier direkt... Geht das? Scheinbar nicht.
Okay, gut, dann brauchen wir dafür eine neue Halde. Wo ist denn das? Wartung? Kleine Halde. Vier, eins, zwei, drei. Ja, es wäre Verschwendung, da hinten hinzubauen. Wie sieht denn das hier aus? Besser. Wir haben nur noch 35 Legierungen hier. Das ist natürlich nicht so geil. Zusammenfassung der Mars-Scans. Was schauen wir mal? Eine UNO-Anlage, die sich über mehrere Bereiche erstreckt. Marssand bedeckt die Anlage vollständig. Mit bestehenden Dolos-Freigabecodes kann auf die Systeme des Komplexes zugegriffen werden. Oh, das geht, okay. Vorsicht ist geboten, da das Gewicht des Sandes die Tragfähigkeit der Anlage eventuell übersteigt. Gut. Da interagieren wir mal. Ja, das Team der Mendeleev nutzt UNO-Sicherheitscodes aus der Zeit vor dem ersten Wohltestsprung der Tycoon, um mit der Mars-Anlage zu interagieren. Gut, und dann schaue ich gerade auf die Uhr und stelle fest, für heute war es das leider schon wieder, Jungs und Mädels. Und wir müssen mal gucken. Hier gibt es nochmal 25 Kapseln. Wir sind 45, das heißt, wir brauchen noch einen Wohnkomplex mehr. Aber wir brauchen auch eine Halde für Eisen. Das machen wir noch. Das habe ich nämlich sonst bis zum nächsten Mal vergessen. Das wäre blöd. So, hier eine Halde für Eisen und ein Wohnquartier noch. Wie viel kostet das? 15 nochmal. Ja, damit ziemlich langsam knapp. Okay, cool. Das bedeutet, wir müssen mal sagen, hier können wir wieder ein bisschen höhere Priorität einräumen. Ja, und dann war es das für heute auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.